So eine Sicherheitsvorkehrung haben wir definitiv noch nie erlebt. Die große Frage, wie lange können wir auf den Kanaren bleiben? Wir haben Probleme, günstig eine Fähre zurückzukriegen. Heute kriegen wir eine Antwort. Bleibt dran! Haben schon immer diesen Traum gehabt, Richtung Sonne, Richtung Süden, wir haben's rausgeschafft. Schieb die Zweifel einfach weg, verdammt. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt, schau dir das Wetter an. Hab schon immer diesen Traum gehabt, Richtung Süden, Richtung Sonne, wir haben's rausgeschafft. Schieb die Zweifel einfach weg, verdammt. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt, schau dir das Wetter an. Ach, ist das ein schöner Ausblick von hier. Schaut mal, die Neubauten. Ah, ist das herrlich. Und dann dieser schöne Blick direkt aufs Meer. Ja, hier heißt es jetzt erstmal Sachen wegräumen, Sachen wegräumen, Sachen wegräumen. Und die Tüte ist noch richtig voll. Ja, die arbeiten am Tag danach. Das Gute ist aber diesmal, wir haben einen Platz mit direktem Spielplatz vor der Tür. Also besser kann man es natürlich als Eltern nicht haben. Morgens ein paar Schulaufgaben und dann raus mit denen. Mops sitzt da hinten und der Daniel sitzt dort auch. Nicht in Fett getaucht. Wir versuchen mal Pommes im Omnia. Mops, wie kommen wir zu der Sache jetzt? Warum? Wie funktioniert das? Also wir essen ja generell gerne Pommes. Also was heißt gerne? Ich esse schon immer gerne Pommes, aber aus dem Backofen. Und wo wir in Deutschland waren, haben wir immer auch im Backofen Pommes gemacht. Ich mag diese frittierten Dinger nicht. Ich finde so, ich mag es auch gerne so dicker, dann schmecken sie halt kartoffelig. Und der Daniel und Isabel, die hat mir jetzt wohl die Tage selber Pommes gemacht. Und er sagte so, ich so, geht das? Und er so, ja, ja. Und die unteren sind wohl gut knusprig, die oberen nicht. Das ist egal. Aber jetzt haben wir gesagt, Mensch, das wollen wir auch mal probieren, wie es ist. Von daher, mal gucken, wie es wird. Wir werden euch auf jeden Fall berichten. Und ich merke gerade, ich habe wieder die Haare nicht gekämmt. Aber ist aufgefallen, ne? Letztens in einem Video, hör mal, ich lief da ja rum. Oh. Die Haare hier so halb hier und hier und hier. Der Illo, der filmt mich in Zuständen. Ach so. Der selber wird so nicht vergangen. Ja, aber das ist ja Real Life. Der stylt sich die Haare jetzt auch wieder und hält immer die Kamera auf mich. Und ich laufe da rum wie Flodder. Ja. Aber das ist halt, wie sagt man, authentisch. Ne? Man ist halt nicht jederzeit immer gestylt und trotzdem, aber man ist ja vielleicht auch ein bisschen eitel und wer weiß, wer dieses Video ja alles sieht, weißt du, und ich laufe dann rum, wie weiß ich nicht was. Während der Tag so ein bisschen vor sich her plätschert, möchte ich euch mal ganz kurz sagen, ja, was treibt uns denn dazu, hier runter zu fahren? Und ich glaube, ihr seht es hinten im Hintergrund, heute und jetzt die nächsten 2-3 Tage ist nur Regenwetter hier angesagt. Und nur hier zwischen Los Cristianos war das, glaube ich, genau, Los Cristianos, wo wir die Wahltour machen. Und unten, also die ganze Westküste definitiv, ist immer schönes Wetter. Also falls man mal sich einkaufen will in sowas Feines hier oder, ich glaube, dann ist das hier die beste Möglichkeit. Das ist eigentlich, wie wir finden, von der Sonnenlage, natürlich ist hier recht trocken, so jeder mag es anders, aber hier ist eigentlich eine richtig schöne Gegend. Das finden wir sehr toll. Und wir haben so ein bisschen das Problem, wir sitzen so ein bisschen hier auf der Insel fest. Warum sitzen wir fest? Ich glaube, ich habe das Ganze ja mal so ein bisschen angesprochen und angedeutet, dass wir hier erst einen Termin, um zusammen wegzukommen mit, es gibt halt zwei Unternehmen, Fred Olsen und Amas quasi, die uns zurückbringen können. Fred Olsen ist teuer, Amas ist halt günstig. Mit Fred Olsen teuer waren wir hierhin, mit Amas wollen wir gern zurück. Der Daniel hatte nur mal nachgefragt bei Amas und hatte halt einen Termin gefunden, was jetzt schon weit in den Sommer halt reinreicht und die, das wird dann halt zu spät so für die weiteren Pläne, sage ich mal so.
Und dann haben wir irgendwann mal gesagt, okay, komm, wir rufen da mal an. Also wieder bei MyFerry. Wir hatten da jetzt diese eine Geschichte, aber es ändert ja nichts, dass wir jetzt nicht nochmal dort buchen wollen würden. Also haben wir dort gebucht, haben dann 2 Wochen vorher tatsächlich ja, eine Zusage gekriegt. Wir haben überwiesen, wir haben uns mega gefreut, weil wir uns jeder 500 Euro sparen können dadurch. Also das ist ein großer Unterschied, definitiv. Und ja, waren dann total happy. Und dann kam irgendwie die Mail zurück. Wir sind eingebucht. Bei uns ist kein Problem. Bei denen steht es aber noch, ja, in den Sternen, auf der Kippe. Und jetzt versuchen wir die ganze Zeit anzurufen. Ja, wie sieht's denn aus? Weil ich kann euch auch sagen, die Fähre von Amas fährt auf anderen Inseln Richtung Norden. Und die Fähre von Fred Olsen fährt, ja, von einer anderen Insel nach Fred Olsen. Also das heißt, wir müssen uns gerade eben überlegen, was ist der nächste Schritt? Auf welcher Insel fahren wir als nächstes? Was ist am kostengünstigsten? Ja, und das Ganze ist so ein bisschen dröge jetzt. Ich meine, das Gute ist, wir haben hier die Sonne, wir haben hier den Sommer, sage ich mal. Deswegen parken wir uns gerade eben hier. Wir haben jetzt gerade eben nochmal mit der Frau telefoniert. Die kann uns aber leider erst, also die hat immer noch keine Buchungsbestätigung. Und wir müssen eventuell noch ein paar Tage hier warten. Ja, die Tage werden wir schön rumkriegen. Aber das ist gerade eben so ein bisschen dröge und drückend. Und nervt gerade so ein bisschen, weil wir wollen ja den nächsten Schritt wagen. Ah, leckere Würstchen. Was machst du denn da? Ich dachte, die sind gut durch die... Chaos in der Küche. Eieiei, ist ja laut. Ja, irgendwie, ich weiß nicht, ob es an den Ding schließt. Boah. Ganz schön laut hier. Ja. Warte, Deckel drauf. Deckel drauf, also die Pommes waren jetzt, glaube ich, eine Stunde drin. Ja. Also ich glaube, die waren eine Stunde drin. Ich weiß nicht, ob wir die falschen Kartoffeln haben. Wir haben irgendwie Papas, heißen die. Papas? Ja. Keine Ahnung. Der Dings sagte gerade schon, der Daniel, die werden, glaube ich, nicht besser. Wir haben jetzt gesagt, komm, wir machen sie mal in eine Pfanne rein, weil wir haben unsere Veggie-Würzchen hier gebraten. Und ja, jetzt können wir sie da vielleicht noch ein bisschen anbraten und dann essen wir es einfach mal und gucken, wie es so schmeckt. Ja, endlich 17 Uhr. Es geht los. Die Kinder sind außer Rand und Band. Klar, der Spielplatz den ganzen Tag, der hat schon gut seinen Weg getan. Das tat auf jeden Fall für die Kinder gut. Bis wir dann erstmal loskamen, das dauert und dauert und dauert. Ja, und die Frauen sind hier schon am gucken. Losteria, das ist natürlich was für Mops, das ist was für dich, ne? Ja, Losteria, ich suche gerade direkt zu Losteria, Losteria. Wer von euch kennt Losteria? Also bei uns in Bochum oder auch in Dortmund gibt es, und in Castrop habe ich es auch schon gesehen, gibt es Losteria. Das ist auch so mit diesem großen O, und das große O steht, ich sage jetzt mal sinnbildlich dafür, dass es da so Riesenpizzen gibt. Ich gucke gerade, eine Margarita kostet hier auch 10,95. Ich meine, so kostet da auch um die eine Pizza. Und die haben halt diese XXL-Pizzen und die schmecken auch mega, mega geil. Also ich würde mich jetzt mega freuen, wenn die das hier auch sind, weil, ja, dann... Ja, aber wir sind doch satt, Mops. Das ist mir egal. Das ist mein Nachtisch dann. Oder wir müssen hier irgendwann dann eine holen, irgendwie heute oder morgen. Aber ich muss mal gleich so bei den Leuten ein bisschen auf den Tisch gucken. Ich weiß es nicht. Kann auch nur sein, dass es Losteria ist. Aber der hier auch, die ist genau auch mit diesem großen O. Keine Ahnung. Ja, herrlicher Strandbereich. Der Daniel macht die Decke schön hin. Und der Daniel hat gerade eben vermutlich, will ich mal sagen, durch unseren Anruf hat er echt das Okay gekriegt. Wir sitzen im Boot, wortwörtlich. Alles ist jetzt safe. Das Rückfahrticket gemeinsam ist gesichert. Ich glaube, er hat nochmal einen Aufpreis von nochmal 100 Euro gekriegt. Ja, freundlich sein, lächeln, zahlen. Hauptsache, wir kommen durch, weil wir hatten nämlich auch gefragt, gibt es vorher doch noch irgendwie eine Möglichkeit? Nee, das gab es nicht. Und deswegen sind wir jetzt echt froh, alles ist nun endlich sicher und jetzt reißt es sich.
ja, wie wir uns die Tour vorgestellt haben, wie wir sie eigentlich nehmen wollten. Ja, das Gute ist hier mit dem Strand, ihr seht es vielleicht da unten, wo der rote Herr oder der Herr mit dem roten T-Shirt ist. Hier gibt es eine Stranddusche, das heißt, wir können hier auch duschen, obwohl wir natürlich gestern noch vor der Fähr- und Entsorgung schnell duschen waren. Ihr kennt das selber, ist noch Wasser drin, ne? Da nutzt man schnell. Einmal die ganze Mannschaft durch, abgespült und jetzt geht es erstmal hier ins kühle Nass. Wir haben die Schnorchelausrüstung dabei. Nächster Tag, es trommeln die Motoren. Ich zeige euch noch mal ganz kurz, wo wir sind und dann geht's los. Ja, wir befinden uns im Westen der Insel und besser gesagt genau hier. Ich gehe mal rein. Zack. Hier bei dem Spielplatz. Und hier sieht man einmal die Adresse. Nach drei. Der Tag ist fast rum, Mops. Gestern ein super Ereignis, was du niemals vergessen wirst. Dank mir aber auch. Oder dank Daniel vielleicht. Ne? Genau, dank Daniel. Ja, gestern ganz coole Sache. Und zwar, wir waren ja noch zum Strand gegangen und kommen da an. Und ja, irgendwie keine Sonne mehr. Und wir schon so, boah, Mist. Und wir so, nee, wir gehen da nicht rein. Hatte zwar Badesachen drunter, aber für mich war, ich gehe nicht rein. Auf einmal kommt Illo, weil die waren schnorcheln. Er sagt, ihr müsst da hingehen, der Daniel, der wartet da vorne. Da ist eine Schildkröte, so groß. So groß, und wir so, was, was? Und er so, guck mal da vorne, da ist der Daniel. Und wir haben den dann halt da gesehen. Und wir so, boah, das ist ja echt nicht weit, wir müssen da hin. Aber wir haben ja Schiss. Die Isabel, die ist da genauso wie ich. Ne? Mhm. Ich so auch zu Isabel, nein, wir müssen da hin, wir müssen uns jetzt hier, ne? Wir haben ja diese Bodyboards, wo wir uns drauflegen können. Das heißt, wir müssen ja gar nicht schwimmen, haben diese Masken aufgesetzt. Und dann, boah, das Wasser war auch gut kalt, aber in dem Moment, da überwiegte einfach diese Vorfreude und eher so die Angst anstatt die Kälte. Und wir dann da rein, ich auf Isabel gewartet und wir so dahin und dann so dann, ja, keine Ahnung. Und für uns war das schon sehr weit draußen, ne? Und ich habe mich echt nicht getraut, nach unten zu gucken. Und dann sagt er, irgendwie habe ich die hier aus Augen verloren, hier ist das Wasser sehr trüb. Und dann ist er weiter noch links so zu sehen, diesen Felsen. Und auf einmal macht er so, komm mal her, komm mal her. Und wir so, und ich so, zeig dich nur so. Oh Mann, und er wieder so. Und wir so, und Isabel auch so, nee, da gehe ich nicht hin, da habe ich Angst, weil das noch weiter nach links war. Sagt sie, wenn da was ist, da sieht uns keiner. Und da war so ein bisschen Wellen und ich sehe nur die Felsen und hat schon die ganze Zeit Schiss. Oh Mann, und dann kam der Daniel und er so, ja, kommt doch. Und wir so, wir haben Angst. Und er so, was? Wir so, wir haben Angst. Und ich mich so an Isabel auch die ganze Zeit gekrallt, sodass wir uns irgendwie nicht verlieren. Und dann, aber weil der Daniel bei war und sagte, komm, ich habe doch Flossen, ich zieh euch. Und dann waren wir ganz, ganz mutig und sind wirklich bis dahin. Und er dann gesucht und gesucht und ich dann auch runtergeguckt und denk so. Und auf einmal zeigt er so da. Und da war wirklich, Leute, so lang war die wirklich, so lang. Mhm. Und so breit, eine Schildkröte, die ist da wirklich geschwommen. Und die war ganz friedlich und die hat da so immer geguckt und hat da so, glaube ich, Essen gesucht und... Boah, das war schon, das war phänomenal. Also da habe ich auch zu Isabel gesagt, also gut, dass wir unsere Angst überwunden haben. Da wurden wir beide wirklich belohnt und wir haben es wirklich genossen, dieses Tier in Freiheit zu sehen. Das war ein absolutes Highlight. Und Illo, die sind später nochmal los und die haben dann sogar noch eine zweite in der Mitte entdeckt. Also ja, wir waren da wohl in diesem Turtle-Bereich. Also mega, mega geil, muss ich sagen. Ja, wir sind wieder hier. Die Pflicht ruft. Leroy Merlin, der Baumarkt, ja, wo wir super mit dem Wohnmobil drauf können. Kann ich euch sagen, Fähr- und Entsorgung ist auch wieder fertig. Alles ist wieder gut. Wir können wieder duschen gehen, obwohl wir uns ja gestern noch am Strand schön abgeduscht haben. Ja, das tut dann echt gut nach dem Salzbad. So besser kann man es ja nicht nennen. Wir müssen jetzt hier erstmal was holen. Ja, warum, wieso, weshalb müssen wir nochmal im Baumarkt? Ganz klar wegen der Pumpe. Wir brauchen ja so ein Rohr, was dann länger ist definitiv. Und wir machen uns im Moment so ein bisschen Sorgen um den Milo halt, wegen dem Rausfallschutz beim Bett. Da wollen wir auf jeden Fall irgendwie mit einem Netz das eventuell erweitern, also höher machen. Und wir wollen irgendwie was bei der Tür nochmal haben, dass er da auch nicht rausfällt. Mal gucken, ob wir fündig werden. Na, die große Frage, sehnt sich da jemand nach einem Zuhause? Sie lächelt. Nach Platz sehnt sich jemand. Ach so. Ja, wir überlegen gerade, ob so ein Plexiglas vielleicht was ist für die Tür.
Nee, das ist auch nicht richtig stabil. Hop sagte schon sowas vielleicht wie ein Zaun oder sowas, ne? Das Ding ist, wenn wir ein normales Brett haben, wird er immer sich da hochziehen, weil er möchte ja auch was sehen. Und das verleitet ja immer zum Klettern, weil er liegt ja manchmal da auch und guckt raus und so ist immer dieses Hoch, wo was passieren kann. Deswegen irgendwie was Durchsichtiges. Deswegen dachte ich vielleicht irgendwie sowas, was man halt in den Eingangsbereich legen kann, was aber höher sein muss. Oder halt so eine Art Zaun. Also im besten Fall wäre es hier sowas irgendwie, was man da hin tun könnte. Und so kann er durchgucken, kann aber nicht rausfallen oder kann natürlich auch hochgehen, wenn er möchte. Ja, weder Netz, weder das passende Rohr. Also echt nicht schön. Nichts gekriegt im Baumarkt tatsächlich. Nee, wir haben geguckt. Also ich habe auch so nach so Zäunen geguckt, aber die sind so, diese Gartenzäune, die sind quasi so getackert mit so Tackernadeln rein. Und das ist alles, da verletzt man sich mehr wie alles andere, weil es ist ja nicht für den Hintergrund, dass es für Babys ist. Mhm. Dieses Rohr kriegen wir auch nicht. Habe ich zu Lo gesagt, wir müssen vielleicht mal in so einem Tierbedarfsladen gucken. Da gibt es ja auch Aquaristik und da kriegen wir vielleicht auch dann dünnere Schläuche. Da müssen wir mal irgendwie gucken. Ja, vor allem, du hast so einen schnellen Gang drauf. Du ziehst mich irgendwie schon wieder die Berge hoch. Wie geht's deinem Fuß? Also die Schwellung ist... Zeig mal deinen Knochen, der ist ja noch nicht mal mehr blau. Doch, doch, blau auf jeden Fall. Wo ist denn noch blau? Man sieht, der ist blau. Komplett blau. Der ganze aber. Fuß ist Boah, noch... Boah, hast du trockene Beine, ey. Ja. Hey, was ist da los? Gott, ey. Aloe Vera, haben wir nichts mehr, oder? Nee, ich bin cremefaul, Leute. Cremefaul ist man. Ja, auf jeden Fall, die Schwellung an sich ist weg, aber das Blaue ist halt echt noch vorhanden. Es tut so minimal weh, also es ist eigentlich nicht der Rede wert und von daher... Ja, leider kein Erfolg. Eigentlich, oder ich habe schon öfters mal gehört, Leute, egal was ist, fahrt in den China-Laden. Wir fahren jetzt mal nach Chinatown. Ja, drin im Chinatown hier klauen sie wie die Raben, oder? Ey Leute, sowas habe ich noch nie erlebt. Also wir sind hier im Chinatown. Und bitte lacht nicht, mein Rucksack wurde jetzt hier in dieser Tasche Hochsicherheitstrakt hier reingetan. Aha. Und verriegelt. Aber warte mal, er ist doch gar nicht verriegelt. Doch, er ist verriegelt. Kannst du die Tasche aufmachen? Nein, kann ich nicht. Da, es ist nicht möglich. Ach, es ist komplett verriegelt. Es ist verriegelt. Wenn ich jetzt in die Buchse mache oder einer unserer Kinder. Ich dachte gerade, die will mir die Tasche geben, hier als Einkaufstasche, das, wo ich Sachen reintun kann. Ich sage, nee, brauche ich nicht. Und dann zeigt sie ja wieder Englisch und zeigt auf dem Schild, ich muss diesen Rucksack jetzt hier reintun, weil ich in diesem Laden bin. Ey, wir waren schon so viel in Skialehen, aber sowas habe ich, wie gesagt, noch nie erlebt. Ich sag gerade zu ihr, was ist, wenn ich mein Smartphone brauche? Dann muss ich zur Kasse und mir das aufmachen lassen, damit ich an meinen Rucksack drinne komme. Andere haben ja auch ihr Smartphone in der Tasche, so wie ich. Ja, ich nicht. Ich habe das nicht immer gerne am Körper. Es gehört im Rucksack. Aber wie auch immer, das ist der absolute Knaller. Und ich sehe gerade hier, die Dinger kosten hier 1,99 €. Wir haben es in Rom für 5 Euro gekauft. Ja, aber auf der Straße. Und der Daniel, ja, auf der Straße, drei, also Straßenverkauf. Und die haben 3 bezahlt. Aber hier ist kein guter Kursgeber. Aber ey, also... Ja komm, hast du mal ein rotes Täschchen, das steht hier doch komplett. Hochsicherheitstrakt, ey. Ach, komm, also wirklich. Jetzt watschen wir durch, wir suchen die Teile. Oh Gott, ey. Ja, leider war es doch ein Misserfolg hier im Chinatown, aber wir haben ein Band gefunden für das Fenster, für die, ne, ob wir mal das Band aussetzen. Ist natürlich eine Mordsarbeit, ob wir darauf so Lust haben, weil es ja eigentlich funktioniert. Naja, wir nehmen das Band mal mit, vielleicht mal auf ein Bierchenabend, vielleicht lässt man sich auf sowas ein, ne? Daniel, liebe Grüße. Heute gibt's lecker, lecker. Leckere Wraps, ne? Das ist schön abgestaubt von der Nachbarschaft, ne? Ja, die Isabel, die sagte gerade hier, oder der Daniel sagte, ja, wir haben noch Wraps, wenn ihr wollt. Und wir so, ich wusste gerade eh nicht, was wir kochen sollen. Elo geht nochmal zum Baumarkt. Dann haben sie mir die Wraps gegeben. Die hatten noch ein Tzatziki, hatten sie ein bisschen. Ich habe aber noch welche nachgemacht. Da hatten sie noch so Art Soja-Geschnetzeltes oder irgendwie was. Auf jeden Fall sowas Vegetarisches und dann habe ich jetzt einfach einen Salat dazu gemacht, habe noch ein bisschen Tzatziki selber gemacht und das esse ich jetzt. Das essen wir ja ganz gerne hier, so ein bisschen frisch, aber ich muss sagen, die hier sind lecker, diese Tortillas, aber diese Maisdinger, es gibt ja so kleine Maisdinger, die schmecken irgendwie nicht. Ja, die Sonne geht jetzt so langsam runter, so viel ist sicher. In dem nächsten Baumarkt habe ich leider auch nichts gefunden. Das steht jetzt alles noch auf dem Zettel, das muss gemacht werden. Wir haben heute wirklich alles unternommen und gegeben. Und Mops hatte sogar den Einfall,
Ich habe jetzt auch die teuren Batterien geholt von Duracell. Ja, wegen der Alarmanlage. Wir haben ja Sensoren. Wir haben eine Pandora-Alarmanlage. Dort könntet ihr zum Beispiel auch den Code MOPS für 130 Euro Ersparnis nutzen. Nur so als Info. Und auch dort können irgendwann die Batterien leer sein. Ne? Also deswegen haben wir uns da auch mal aufgerüstet, weil als Camper im Vanlife brauchst du tatsächlich alles. Und auch Sekundenkleber ist bei uns leer gegangen. Und da braucht man auch wieder Ersatz. Naja, ich würde sagen, es ist jetzt spät. Wir machen los. Übliche abendliche Stellplatzsuche. Jetzt haben wir hier eigentlich was fürs nächste Video oder für den nächsten Tag super wäre. Super nah dran, aber wir kommen nicht drauf. Wir müssten da schon einen richtig dicken Ast abtrennen. Das lassen wir jetzt sein. Deswegen müssen wir noch mal gucken. So, wir haben einen Platz. Bis zum nächsten Mal, wenn es hier heißt Elon Mops. Bis dann. Ciao.